Boah, wow. Das kommt jetzt wirklich frisch, fast aus dem Bett zu euch. Bin gerade schon eingeschlafen mit den Kindern. Und möchte jetzt euch aber auf gar keinen Fall vorenthalten, meine Matinee zu dem Thema 5 Elemente der Intimität. Ja, hört sie euch an. Zieht euch das rein. Es sind so gute Werkzeuge, die mich persönlich selbst so viel weitergebracht haben in den letzten Monaten, nachdem ich wirklich stets dranbleibe und die anwende und immer mehr wirklich in das Verinnerlichen gehe von diesen 5 Elementen der Intimität, um damit wirklich noch tiefer in Beziehungen, eine liebevolle, friedvolle Beziehung zu mir selbst zu kommen und dadurch auch in meinen Liebesbeziehungen und in meinen familiären Beziehungen und all den Beziehungen, die ich sonst noch so habe, zu meinen Gemeinschaftsmitgliedern und so weiter. Und ja, ich freue mich total, wenn du ja, die Matinee anhörst und selber anwendest, was ich da mit dir teile. Und ich wünsche dir, dass du auch so wundervolle Früchte ernten kannst von diesem noch tiefer gehen mit dir selber und auch mit den Menschen, mit denen du nah bist. Ich selber bin da gerade wirklich große Schritte weitergekommen und ich muss sagen, durch ganz schöne Nadelöhre durch in den letzten Wochen, Monaten. Und gerade habe ich das Gefühl so, wow, ja, Komfortzone absolut verlassen, keine Frage. Und dennoch fühle ich mich besser denn je in absoluter Dankbarkeit und wirklich noch mehr im Erlauben meiner selbst, genau so wie ich bin und auch den Menschen in meiner Umgebung, mit denen ich zu tun habe. Voller Dankbarkeit, voller Verletzlichkeit, voller Berührbarkeit, voller Innigkeit und gleichzeitig so viel mehr Freiheit als vorher. Ja, ich kann nur sagen, wendet es an und habt Spaß damit und geht raus aus der Komfortzone und rein ins echte, wahre, pulsierende Leben. Und ich wünsche euch total viel Spaß bei meiner Audioaufnahme zu den 5 Elementen der Intimität. Viel Freude und eine wundervolle Wintersonnenwendnacht wünsche ich euch. Bis gleich!